kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei der Gothic 2 Gold Remaster Mod. So, wir sind jetzt gerade hier noch in Gregs Hütte und werden jetzt mal rausgehen. Sag mal, was machst du in meiner Hütte? Ich... Kaum ist man mal ein paar Tage nicht da, da glaubt jeder, kann mir auf der Nase rumtanzen. Was ist eigentlich hier los? Die Palisade ist noch nicht fertig. Der Canyon quillt fast über vor Viechern und alle machen sie einen schönen Tag. Ist das etwa alles, was du zustande gebracht hast, Francis? Verzieh dich sofort von meiner Bank. Und du, was hast du gemacht? Boah, schon ein bisschen was. Gearbeitet. So, was denn? Ich habe die Banditen aus dem Turm erledigt. Der Strand im Norden ist von Viechern gesäubert. Naja, das ist ja schon mal ein Anfang. Ab jetzt wirst du mal richtige Arbeit kennenlernen. Ja, ich möchte vielleicht erstmal hier gerne rauskommen. Ich hab was anderes gehört. Was gibt's zu tun? Als erstes müssen wir hier wieder ein bisschen Schwung in den Laden bringen. Morgen die faule Sau schicke ich zum Brettersägen. Du wirst morgens Job übernehmen und den verdammten Canyon von Viechern säubern. Welche Viecher? Die Razor im Canyon kommen immer näher ans Lager. Ich habe keine Lust, dass einer meiner Männer im Suff von den Biestern gefressen wird. Soll ich das etwa ganz alleine machen? Am besten schnappst du dir jemanden von den Jungs. Die sollen ihre Heuer verdienen, anstatt den ganzen Tag nur zu trautschen. Dann werde ich mal aufbrechen. Noch was. Du bist jetzt einer von uns. Also ziehst du dir erstmal vernünftige Klamotten für die Yacht an. Hier hast du eine von unseren Rüstungen. Ich schätze, die wird dir passen. Und trödel nicht so lange herum, klar? Sag mir nicht, dass du das nicht Ich brauche die Banditenrüstung. Mach die erstmal nützlich, dann können wir darüber reden. Töte erstmal alle Razor im Canyon. Ja, das hat er wirklich. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, was? Nur damit wir das mal klarstellen. Ich bin Greg und das hier ist mein Lager. Genügt dir das? Naja, eigentlich nicht. Okay. So, neue Rüstung. Ist nicht viel besser als die vom Ring, aber tragen wir mal. Und es ist schon krass, dass er gar nicht, naja, heftiger reagiert, als wir in seine Hütte gegangen sind, ne? Er könnte schon auch mehr sauer sein. Hey, du. Wegen dir lässt mich Greg jetzt hier Bretter sägen, bis es auf der ganzen Insel kein Holz mehr gibt. Lass mich bloß in Ruhe. Naja, Kumpel, du bist schon ein bisschen selbst dran schuld, oder? Du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Was willst du? Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Da fragst du am besten den Käpt'n. Toll. Jetzt hat Greg mich zum Brettersägen verdonnert. Viel Spaß beim Monsterschlachten. Danke. Hey. Und sonst? Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, wäre ich niemals Pirat geworden. Hey, du. Was machst du jetzt? Ich mache erstmal Pause. Francis hat meinen alten Job gekriegt. Von mir aus kann er die Bretter sägen, bis er schwarz wird. Das wird er wohl machen. Du sollst mir helfen. Befehl von Greg. Gut. Komm mit. Gut. Einfach alles ist gut. Sag mir nicht, dass du das Kannst du mich nach Korinnes bringen? Bist du verrückt? Wir haben unser Schiff verloren, Mann! Mit unserem letzten Boot werde ich keine Spazierfahrt machen, nur weil du zu faul bist, deinen Hintern selber nach Korinnes zu schwingen. Du sollst mir helfen. Ist das Worum geht's? Wahr? Der Canyon wartet. Nimm bloß noch ein paar Jungs mit. Der Canyon ist mordsgefährlich. Komm mit. Wenn er auf das geht's. Nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Hey, du. Du sollst mir helfen. Das ist ja was ganz Neues. Wer sagt das? Greg. Wir sollen im Canyon Razor jagen. Endlich passiert hier mal was. Von mir aus können wir sofort los. Je eher wir die Biester erledigt haben, desto eher können wir wieder hier sein. Komm mit. Bin schon da. Ist ja auch nicht so, als hätten sie das alleine machen können, ne? Komm mit. Ich kann nicht weg, ja. Ich versuche gerade, mich entspannen. Befehl von Greg. Ach so. Das ist natürlich was anderes. Ich meine, natürlich komme ich mit. Ja, wo soll's denn hingehen? Wir sollen den Canyon säubern. Du bist verrückt. Da gibt's einen Haufen Viecher. Und Razor, die sind nicht ohne.
Ich weiß. Kommst du jetzt? Pack bloß ein paar Heiltränke ein. Wir werden sie brauchen. Komm bloß nicht auf die Idee, mich zu fragen, ob ich beim Entertrupp mitmache. Was meinst du, was die anderen Jungs machen, wenn ich weg bin, hä? Wenn ich wiederkomme, habe ich nicht eine volle Kiste mehr in meiner Hütte. Ich bleibe hier und passe auf unsere Vorräte auf. Gibt's was Neues? Jetzt, wo Greg wieder da ist, weht hier ein anderer Wind. Wie sieht's aus? Endlich ist Greg wieder da. Das wurde aber auch Zeit. Du sollst mir helfen. Befehl von Greg? Du hast es erfasst. Der Canyon wartet. Aye, aye, Captain. Let's go. Gib mir die Banditenrüstung. Ich bin doch nicht verrückt. Greg reißt mir den Kopf ab. Er hat ausdrücklich gesagt, dass ohne seinen Befehl niemand die Rüstung bekommt. Ich kann sie dir nicht geben, vor allem jetzt nicht, wo er wieder da ist. Der Canyon wartet. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss trainieren. Ja, und für was trainiert er überhaupt, wenn er nie kämpft? Was gibt's als besseres Training? Als im Razor unterwegs, im Canyon unterwegs lass zu sein. Lass mich in Ruhe. Der Captain hat dir einen eigenen Entertrupp gegeben, was? Dann sieh mal zu, dass die Jungs ordentlich was zu tun kriegen. Alter, Henry geht's gar nicht gut. Henry geht es einfach gar nicht mehr gut. Der arme Kerl. Hey. Lass uns jagen gehen. Alles klar. Ja, Freunde, dann kommt mal mit. Ich hoffe, ihr seid bereit. Mal schauen, wer überlebt. Weil im Ork-Camp. Wenn wir uns verlieren sollten, treffen wir uns hier am Wasserloch wieder. Lass uns weitergehen. Beim Ork-Camp, da ist immer so 50-50 Chance. Für jeden, egal wie stark er ist. Also, wir haben ja schon ein paar Tanky Boys hier dabei. Aber die halten halt nicht so viel aus mit ihrer Rüstung. Schon wieder eins von diesen Biestern. So, ein Mistvieh das weniger. Das war's mit dir, du Mistvieh. Da drauf, Leute. Drauf. Ein Mistvieh weniger. Nein, Skip ist verbuggt. Nee, doch nicht. Er hat die Kurve bekommen. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ein Mistvieh ich weniger. Immer noch drauf. So, das war's mit dir. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ich hab's immer noch drauf. Alligator Jack ist da vorne ganz alleine. Ein Mistvieh weniger. Das ist schon eine üble Truppe. Können schon Schaden anrichten, wenn sie wollen. So, wie sieht's aus? Ren ein bisschen verletzt. Skippy Boy ist in Ordnung. Nicht einer? Nee, ich glaube nicht, oder? Arbeit, Jungs. So lob ich mir das. Axel, ich hasse die Biester. Ah, cool. So, das war's mit dir, du Mistvieh.
Cool, dass du die Biester hast, aber musst du mich dann unterbrechen und dann auch noch so lange? So, wer hat was abbekommen? Gib. Du kriegst einen Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. So, das war's. Ein Mistvieh weniger. Ein Mistvieh weniger. Vielleicht mache ich erstmal die andere Seite hier. So, komm mal ran. Der Alm ist gerade alles viel weniger. Sieht so aus, als ob wir alle Razor erwischt hätten. Wir können noch ein bisschen durch die Gegend ziehen, wenn du willst. Hauptsache, wir bleiben im Canyon. Jojo, wir ziehen noch durch die Gegend, keine Sorge. Hauptsache, dieser eine Razor ist gerade völlig verzögert irgendwie gespawnt. Weniger. Die können die auch noch wegmachen. Den Rest, den schaue ich mir dann selber an, die Höhlen da hinten, weil sonst hauen die mir nachher noch alle ab. Wichtig ist, dass wir jetzt noch das Ork-Camp platt machen. Das ist wichtig. Ein Mist viel weniger. Ich hab's immer noch drauf. Ein Mist viel weniger. Das war's mit dir, du Mistvieh. So, was ist jetzt die Taktik? Am besten einfach rein. Einfach rein, Schaman im Nahkampf. Du schon wieder. Shit. Leben alle noch? Shit. Ich hab's immer noch drauf. Gute Arbeit. Ich glaube, alle haben überlebt. Ja. Nice. Glanzleistung. Da kann man die Jungs schon mal loben. Haben sie gut gemacht. So. Ist, glaube ich, nichts mehr. Dann könnte ich jetzt noch da vorne beiden platt machen lassen. Da können sie sich auch eigentlich verziehen. Ha!
Jetzt ist's gut. Willst du die ganze Insel entvölkern? Wir gehen zurück ins Lager. Ja, ihr habt gute Arbeit geleistet. Habt euch verdient. So. Kann man den nicht verletzen? Also ich hätte gedacht, dass die nicht so. Ich hätte nicht gedacht, dass die so tanky sind. Hätte ich nicht gedacht. Stärke 3. Kann ich da irgendwas Besseres tragen? Da fehlen mir noch 12, da fehlen mir noch 2. Da fehlen mir 7. Aber das wäre ein geiler Boost. Noch immer Faxen. Hab ich irgendwas Cooles für den Eisblock? Ist Eisblock eine Sache? Es macht zumindest ein bisschen Schaden. The boys. Die 3 Mana bringen mir eh nichts. Ich spare mir den erstmal auf. Andererseits könnte ich den auch eigentlich. Armbrustschutz. Nice. Jetzt haben wir 40%. Andererseits könnte ich das auch reinsüppeln. Bei Hodrons Altar macht es ihm unmöglich, unser Herr zu führen. Altar. Und so bestanden die Priester auf ihrem Recht der Befehlsgewalt über ihn. Sie wiesen ihn an, sein Amt niederzulegen, das Schwert weiterzugeben. Der Rat der 5 sollte seine Nachfolge bestimmen, doch die Kaste der Krieger verweigerte dem Rat die Wahl. Die Krieger wollten sich nicht länger dem Rat der 5 fügen und erwählten seinen Sohn Rademis zu ihrem neuen Anführer. Aus Stolz und Vertrauen in sein eigenes Fleisch und Blut entschied Bahodron sich dazu, ihn nachzugeben. Er überreichte das Schwert seinem Sohn in der Hoffnung, dass er es mit der gleichen starken Hand führen möge, wie er es selbst einst tat.
Alte Steintafel. Müsste hier nicht die gelbe Steintafel liegen? Oder liegt die in dem anderen Raum? Wahrscheinlich im anderen Raum, ne? Bademus war schwach. Der Wille des Schwertes übermannte ihn und machte ihn zu seinem Werkzeug. Das Leid und die Grausamkeiten, die er in seiner Verblendung über unser Volk brachte, vermochten nicht einmal, die Heiler zu lindern. Das Schwert erkannte schnell, dass das Volk zu schwach war, um seine Pläne zu durchkreuzen. Allein die Macht unserer Ahnen konnte ihm noch gefährlich werden. Und so ließ es Rademus alle Totenwächter verbannen? Und so ließ es Rademus alle Totenwächter verbannen oder hinrichten? Und machte so jede Hoffnung auf Erlösung von diesem Übel zunichte. So war kein einziger der Totenwächter mehr zugegen, als die verbliebenen 4 entmachteten Anführer unseres Volkes den bitteren Entschluss fassten, Jakender aufzugeben. Der Krieg tobte in den Straßen, als die Heiler aufbrachen, um den einzigen Zugang zu unserem Tal für immer zu verschließen. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Einfach tanken. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Für die Boys. So, was habe ich denn noch für einen schönen Zauber vielleicht? Hose, Blitz. Ich bezweifle ja, dass Feuer viel Schaden bei dem macht. Blitzschlag. Positioniert hier. Bogenschütze 30 auch, krass. Und die gelbe Steintafel. Ich, der sich gegen den Entschluss der 3 gestellt hatte, erbaute die erste Falle. Und nur ich kenne die richtige Pforte. Denn nur den Totenwächtern war es möglich, die Ahnen zu rufen. Ihre Abwesenheit schmerzt tief. Ohne den Rat der Ahnen sind wir der Willkür unseres Volkes ausgeliefert. Die Heiler wurden entsandt, das Portal zu versiegeln und den Schlüssel zu vernichten. Nur Adanos weiß, was mit ihnen geschah und ob sie ihr Ziel jemals erreichten. Die Kriegerkaste ist vernichtet durch den Zorn Adanos. Das Herz des alten Kriegerfürsten ist gebrochen. Nur die verbliebenen Priester schüren noch die Hoffnung und predigen unablässig von der Wiederauferstehung unserer einst so prächtigen Stadt. Doch wir, die Gelehrten, kennen die bittere Wahrheit. Jakender ist gefallen und wird im Strom der Zeit vergehen. Ademus war auf immer eingeschlossen im Tempel Adanos. Doch die Macht des Schwertes war nicht gebrochen. Sein Einfluss war schon zu groß geworden. Das Morden in den Straßen wollte nicht enden. Adanos Zorn war es, der alles beendete. Das Meer erhob sich über Jakender und überflutete die ganze Stadt. Nur noch die hohen gelegenen Tempel
und Bauwerke waren nahezu unangetastet geblieben. Die wenigen, die diese Katastrophe überlebten, hatten nunmehr nicht mehr die Kraft, die Stadt wieder aufzubauen. Und so war das Schicksal von Jakendar besiegelt. So, da können wir jetzt auch unten im Orkzelt pennen gehen. Und dann können wir uns den Rest vom Canyon noch anschauen. Gibt ja noch die eine oder andere Stelle, wo wir jetzt noch nicht waren. Ah, wir können auch bis zum Morgen grauen. Sind ja jetzt eh noch ein bisschen unterwegs hier. So, fangen wir mal an mit der Höhle da unten. Das kommt auch mit. Hier hinten in der Ecke noch was. Ja, eine Eckfeuernessel. Ah, hier ist auch noch ein Rapier, ne? Den könnte ich auch tragen. Sogar mehr Schaden. Monette Flammen. Schaden. Ist doch ein guter Schaden. Na, ich mal gucken hier in den Höhlen, ob ich dann irgendwas übersehen habe. Gerade im Sumpf wäre das mal interessant anzumachen. Da würde man ja über so viele Pflanzen noch sehen, die man wahrscheinlich noch nie zuvor gesehen hat. Der Locator ist schon cool. Gerade in, ich habe mir das halt angewöhnt, in den Mods immer anzuhaben. Gerade wenn man so Quest-Items mal sucht, ne? Das kann schlimm sein. Und mit dem Locator findet man die Sachen dann recht schnell. Und man kann ihn per Knopfdruck einfach ausmachen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ich glaube auch. So, mal gucken, wie gut die Armbrust gegen den Bluthund ist. Boah, die sind ja richtig anfällig gegen Bolzen. Krass. Richtig krass. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Das glaube ich auch. Was haben wir hier denn? Zweihandkampf. Uhrenbogen ist auch schön. Vor allem in dieser Version sieht er sehr gut aus, muss ich sagen. Kann ich aber leider auch noch nicht tragen. Aber würde ich auch sowieso nicht verwenden. Weil keine Armbrust.
Zack. Armbrust ist schon stark, ey. War es für euch, dicke Ratte? Dicke Ratten? Was ist das für ein Ring? Heiler? Geweihtes Wasser. Ja, eigentlich witzig, wenn man geweihtes Wasser auf seine Waffe machen könnte. Und dann würde das... Das würde mal mehr Schaden gegen Untote machen. Das wäre ja schon ganz cool, oder? Den Part, den machen wir irgendwann später, wenn wir im Sumpf sind. Wobei, andererseits könnte ich das auch jetzt machen. Und ich frage mich mal, wie das Runenschwert hier reinpasst. Ah, das ist auch voll gut. Schöne Sache. Könnten wir auch tragen. Irgendwann. Ich bin auch so blöd, ne? Ich habe die letzten Folgen über immer erzählt, dass ich eine bessere Armbrust benutzen kann. Haben sich einige von euch bestimmt schon gedacht, was labert der? Bin immer irgendwie... Manchmal bin ich echt verwirrt. Ich habe doch 90 Geschick, gar nicht 90 Stärke. Oder Stärke für Armbrust. Das ist ja Jorgenson. Will ich die jetzt auch One-Hit machen? Ah, nee. Die sind noch ein bisschen stärker. Der Sumpf ist ja krass bewachsen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. So mal so krass, ne? Wie Greg an Drachenblut kam. Wo hat er das her? Auch so ein offenes Geheimnis. So, hier ist jetzt noch einer von denen. Vielleicht mache ich jetzt mit der Waffe genug Schaden. Thank you.
Nö, es reicht nicht. Boah, hier sieht man auch die Sachen, die man gar nicht aufsammeln kann. Wieder unten unter dem Stein ist noch irgendwas. So, wir haben das Ding noch. Macht auch 80 Schaden. Aber das hier ist ein bisschen länger und gibt noch einen an Talent. Ja, die mache ich One Hit, das ist gut. Alter, das sieht hier so krass aus. Sieht echt cool aus hier. Nur man erkennt halt gar nicht, wo irgendwas liegt. Ach guck mal, hier ist so ein Ding wie ein. Oh. War hier schon immer diese Karte? Im Locator sieht man dann. Also hier ist der echt nützlich. Muss man sagen. Ich glaube, man würde gar nicht drum rumkommen, alles so den zu benutzen, um alles einzusammeln. So, wie viel Schaden mache ich mit meiner Waffe? Zum Vergleich. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich bleibe bei der Armbrust. Level up. Shit, ich glaube, weil der andere noch in der Todesanimation war, konnte ich den nicht treffen. Solange die dann sterben, haben sie immer noch eine Hitbox und ich glaube, der stand gerade genau vor dem anderen. Das sind auch riesige Bäume hier, ne? Schon schick. Habe ich eigentlich... Müsste ich nicht eigentlich schon Gregs Schatzkarte haben? Oder ist die noch irgendwo drin? Jetzt nicht sicher. Eigentlich müsste ich auch haben, oder? Armbrust, die kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Mal dafür, dass es noch gar nicht so eine krasse Armbrust ist. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Oh.
denke, ich werde auch weiter Armbrustfähigkeit erstmal hochpushen. Oder? Also Armbrustmeister zu sein, wäre schon ganz geil eigentlich. Irgendwo hier. Da ist er. Da ist er doch, der Lance. Alter, wenn man den hier anhat, ne? Ob der ganze das Dach durch den Sumpf laufen. Ja, in den Sumpf gehe ich jetzt noch nicht richtig. Machen wir später. Was ich hier bei diesen Jagen der Blutfliegen so geil finde, dass die auch mal auf dem Boden sitzen, ne? Dann sieht man die erst gar nicht. Eigentlich könnten wir die Musik noch einen Tacken lauter machen, oder? Die ist so schön, ne? Einfach ein Träumchen. So. Dann gehen wir mal zu Satoras. Ich habe Lances Leiche gefunden. Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. Adanos möge dich schützen. Okay, dann habe ich, glaube ich, da unten noch einen Schatz, den ich noch nicht ausgebuddelt habe. Wo kommst du her? Wo kommt diese alte Ratte her? Oder hatte Greg irgendwie so eine Flaschenpost? Ah, hier. Da ist die Schatzkarte. Ich frage mich, wer ihm die Karte angefertigt hat, ob er das selber war. Oder hat er irgendeinen Kartografen? Weil Kronos hat ja die andere Karte angefertigt, die man kaufen kann. Dann gab es noch die Karte, die wir im Sumpf gefunden haben jetzt gerade. Und noch Gregs Karte. Klar, die sehen sich jetzt alle sehr ähnlich, aber... Oder die sind identisch eigentlich. Bis auf die X'e. Wäre ja eigentlich interessant, ob Greg dazu in der Lage ist, selbst eine Karte zu machen, ne? So, dann können wir gleich noch fröhlich auf Erkundungstour gehen. Ich bin natürlich auch zuerst in den Sumpf, aber ich mag es voll, wenn ich hier von den Piraten weggehe. Erstmal durch das Tal und so. Auch den Rest alles zu erkunden. Und ich hoffe, er redet jetzt mit mir. Okay.
Unterrichte mich. Oder gehe ich auf Stärke? Hm. Könnte natürlich auch auf Stärke gehen. Eine bessere Armbrust dann zu nehmen. Das war doch schon vorher klar. Weil eigentlich ist 40% jetzt erstmal für jetzt gut. Ich bin ja meiste Zeit sowieso Nahkampf-Armbrustschütze. Weil ich gerade was sinniger ist. Bring mir was bei. Ich glaube, ich mache Stärke. Gut, Junge. Du bist schon um einiges stärker geworden. Gibt's was Neues? Nein, aber jetzt, wo Craig zurück ist, wird sich das hoffentlich bald ändern. Wie sieht's aus? Komm mir nicht so. Wir haben kein Schiff mehr. Ich werde mal abwarten, was Greg als nächstes macht. Hey. Und sonst? Dass Greg wieder da ist, bedeutet zwar mehr Arbeit, aber wenigstens stimmt die Kohle. Wie bezahlt er euch überhaupt noch? Das ist doch alles nur Gerede. Okay. Soll mir nicht zum Pflicht erzählen. Das ist wirklich nicht. Da fehlen mir noch zwei Stärkepunkte, dann könnte ich dieser. Stellt sich das immer so einfach vor? Hier fehlen mir noch 7. Da könnte ich schon den Streitkolben anziehen. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Das wäre natürlich ein richtiger Boost an Schaden nochmal. 20 Schaden mehr. Das Ding kann ich jetzt tragen. Glaubst du wirklich daran? Ich glaube, das mache ich auch. Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, was ist damit? Ich habe alle Razor getötet. Sehr gut. Du scheinst ja ganz brauchbar zu sein. Ich brauche die Banditenrüstung. Hast mächtig was auf dem Kasten. Eigentlich sollte Bones mit der Rüstung die Banditen ausspionieren. Aber ich sollte besser dir den Job überlassen. Du hast vielleicht sogar eine Chance, da heil wieder rauszukommen. Sprich mit Bones, er soll dir die Rüstung geben und dann gehst du damit zum Banditenlager. Ich muss wissen, warum die Drecksäcke überhaupt in unser Tal gekommen sind. Aye, aye, Captain. Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Was weißt du über Raven? Soweit ich weiß, war er früher Erzbaron. Eine ziemlich große Nummer in der Kolonie. Ich habe keine Ahnung, warum er hier ist und warum die Leute ihm folgen. Aber ich bin mir sicher, er brütet etwas aus. Er ist nicht der Typ, der sich im Sumpf versteckt. Meint ihr eigentlich, Greg würde Raven besiegen? Also ich glaube schon. Ich glaube, wenn er die Klaue Belia hat, wäre es knapp. Aber ich wette, also ich glaube, in Gothic ist Greg stärker als Raven. Ganz klar, von den Werten her. Ne? Aber ich meine, selbst so lore-technisch, Raven ist halt heftig mit der Klaue. Aber ich glaube, Greg hat so viel Erfahrung. Oder meinte ich, überschätze Greg maßlos. Und Greg ist gar nicht so krass. Ich glaube, Greg ist einer der besten Kämpfer. Wo ist dein Schiff? Das glaubt mir kein Mensch. Da ist monatelang kein Schiff zwischen hier und dem Festland unterwegs. Monatelang. Und das erste Schiff, dem man begegnet, ist ein vollbesetztes Kriegsschiff des Königs. Vom Kiel bis zum Masttop, voll mit Paladinen. Das nennt man wohl Pech. Das kannst du laut sagen. Die haben uns kurzerhand versenkt. Ich bin der Einzige, der es bis zum Ufer geschafft hat. Es muss ja auch einen Grund haben, warum die ganzen Leute hier, zum Beispiel, es sind ja auch hier krasse Leute im Lager, Alligator Jack und Brandon und so, und das sind auch starke Kämpfer. Und die haben alle übelst Respekt vor Greg. Und das ist wahrscheinlich nicht nur, weil er ein guter Anführer ist, sondern auch, weil er krass ist. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe einen Tunnel gefunden, bei der alten Pyramide, war von ein paar Morgiern bewacht. Hab mich an den Blindfischen einfach vorbeigeschlichen. Zuerst dachte ich, das wäre eine alte Grabkammer und wollte nur mal gucken, ob da was zu holen ist. Hab nicht schlecht gestaunt, als ich plötzlich in meinem geliebten Tal rauskam. Dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens vor der Miliz wegrennen. Aber vielleicht überschätze ich Greg auch. Ich weiß nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Weil für mich gibt es halt so Top-Tier-Kämpfer in Gothic. Da würde ich jetzt zum Beispiel Kor'Anga sehen, Lee, Taurus, ne? In meinem Verständnis sind das so richtig krasse Kämpfer. Und ich würde Greg auch in diese Reihe, also da einreihen, ne? Hey, du.
Du sollst mir die Banditenrüstung geben. Befehl von Greg. Von Greg? Boah, ich dachte schon, ich müsste doch noch gehen. Dieser Späherjob im Banditenlager ist der reinste Selbstmord. Lieber hole ich mir den Strafdienst von Greg, als mich von diesen Banditen umbringen zu lassen. Die Rüstung? Ach ja, hier hast du sie. Sei bloß vorsichtig. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Naja. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. So, dann marschieren wir mal weiter. War ich eigentlich da oben im Turm? Irgendwie kam mir das letzte Mal schon so vor, als hätte ich gar nicht alles eingesammelt. Habe ich auch nicht. Ich war hier nie drin. Dann hatte ich das doch richtig im Kopf. Ich meine, hier ist jetzt eh nichts Wichtiges, aber... Und manchmal ist man dann in Gedanken, quatscht irgendwas und dann vergisst man, dass man hier noch was einzusammeln hat. Weil was wäre passiert, wenn ich diese Goldstücke und den Dolch nicht eingesammelt hätte? Wie hätte ich das Spiel durchspielen sollen? Guck mal, hier ist auch noch was. Lederbeutel. Knöderich. Dunkelpilz. Pudlerfleisch. Alles übersehen. Wie soll man das mit seinem Gewissen vereinbaren? Sitzt jetzt eigentlich hier noch jemand oder ist Owen jetzt einfach immer im Lager? Der saß ja im Lager. Der ist einfach weggegangen. Und wer holt jetzt Holz? Wäre eigentlich cool, wenn Owen jetzt hier wäre und irgendwie Bill oder Morgan oder so ihm helfen würden. Na, guck mal, hier ist noch ein Entermesser. Weiß, dass wir Kriege auch One-Hit machen. Eigentlich voll schlau, ne? Sich so anzuschleichen und Bolzen direkt in den Kopf rein am besten. Aber wir machen es jetzt mal in den Arsch. Und dann braucht er ein bisschen, bis er sich umdreht. Noch ein Langbogen. Das wundert mich auch immer in Gothic, so von der Platzierung von Items. Unten im Talkessel findet man einen Langbogen. In dieser Höhle findet man auch einen Langbogen. Das gleiche gilt auch oft für edle Schwerter. Die findet man auch an mehreren Stellen im Spiel. Und kann sie auch noch selber schmieden. Also entweder mochte jemand einfach diese Waffen oder war vielleicht sogar, weiß ich nicht, faul, eine andere auszuwählen. Hat die einfach da, dachte, oh, da ein Bogen, hier ein Bogen. Na klar, Kurzbögen und so, diese einfachen Bögen, die findet man auch häufig. Aber jetzt von diesen besseren Bögen, schon komisch, wenn man hier einen langen Bogen findet und, sag ich mal, da unten auch rein. Da wäre ja eine andere Bogen... Also ein anderer Bogen wäre interessanter gewesen. Und dann hätte man ja den langen Bogen, wenn man ihn nochmal im Spiel platzieren wollen würde, irgendwo im Minental oder so hinpacken können. Hier sind die ganzen dicken Weidenbeeren. Wir hatten das doch in der vorletzten Folge, das Thema mit dicken Beeren. Also, dass das geil wäre. Also, ich habe das angesprochen. So eine richtig geile, saftige, dicke Beere. Und dann hat jemand in die Kommentare geschrieben, er hatte neulich
Oder er hatte irgendwann mal ganz große Erdbeeren gegessen, die waren voll eklig. Und das hatte ich heute. Ich habe mir Erdbeeren gekauft. Hatte voll Bock auf Erdbeeren. Und da waren da auch so richtig fette dabei. Also so richtig fette. Die waren jetzt nicht so groß wie ein Apfel, aber ein halber Apfel. So dicke Dinger. Die waren absolut widerlich. Die waren so eklig. War nicht schön. Liegt da eigentlich was? Hat irgendjemand mal gesagt, in Jagna gibt es irgendwo eine Drachenwurzel. Und ich weiß bis heute nicht, wo. Oder es war Scam. Kann auch sein. So, Harpün. Und it. Du hit. Du hit. Harpien, eine Fernkampfwaffe zu haben, ist schon mit das Geilste. So, wie viel Schaden mache ich beim Troll? Guten Schaden. Ach nice, hier ist auch nochmal Stärke. Warte mal, haben wir nicht gerade für irgendwas zwei Stärkepunkte gefehlt? Ja, für die Axt. Jetzt sind wir ein halber Morgen. Ich glaube, für den Raven-Kampf nehme ich diesmal die magische Armbrust. Das sollte den eigentlich ziemlich heftig fertig machen. Die Stärke. 200 Schaden. Ja. Vor allem 200 Schaden plus nochmal 97 Schaden. Geschick. Kann sich sehen lassen. Was übersehen? Offenbar nicht. Jetzt haben wir noch mal eine Doppelaxt. Doppelaxt hält besser an. Wäre so ein Bash cool mit der Armbrust. Um die Gegner wegzuschubsen.
So, diesen Schattenläufer, den machen wir jetzt wieder komplett fertig. Oh, ich liebe das ja auch, dass man beim Schleichen noch extra Animationen für Nah- und Fernkampfwaffen hat. Shit, da hat es nicht ganz so gut funktioniert, wie ich wollte. So, jetzt die Frage. Da sind Skelette. Hier, Untote vernichten? Ich habe einen Untote vernichten noch. Komm. Ich glaube, das nehme ich für einen, den anderen hauen wir weg. Oh, du hängst da gerade fest. Mache ich dir mit der Armbrust mittlerweile Schaden? Nett. Also ja, aber nicht so viel. Macht ja auch Sinn. Wow, der Schaden ist ja mega. Hätte ich gar nicht Untote vernichten benutzen müssen. Das letzte Mal, als ich gegen Skelette gekämpft habe, da war ich noch so schwach auf den Beinen. Aber wir haben ja mittlerweile auch schon 80 Stärke. Lebensenergie. Ja, ohne Witz, ne? Schlösser knacken lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Aber nur weil man hier in Yarkandar so viele Sachen auch in verschlossenen Truhen findet. Also, ich rede jetzt von den Steintafeln, ne? Deshalb lohnt sich das. Aber sonst muss man es nicht nutzen. Also in den meisten Truhen ist aber nur Müll. Und findet man überhaupt einen permanenten... Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Einen permanenten Trank? Ich glaube nicht, ne? Shit, fällt da jetzt runter. Ich glaube, man findet wirklich nicht einen permanenten Trank. Ich kann nicht reden. Trank, oder? In irgendeiner Truhe? Selbst wenn. Einer macht's auch nicht. Macht auch nicht den Unterschied. Oder Eremit sagt doch gar nichts, dass wir hier sind. Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Was zum Teufel machst du hier? Ich bin an den entlegensten Ort der Insel gegangen, weil ich endlich meine Ruhe haben wollte. Bürgerkrieg, Banditenüberfälle, Horden von Orks vor meiner Haustür. Das war nichts mehr für mich. Ich bin aus diesem ganzen Wahnsinn ausgestiegen. Hier gibt es zwar auch Orks, aber lange nicht so viele. Und andere Menschen lassen sich, Inos sei Dank, nie herblicken. Bis heute. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Du hast nicht zufällig welche gefunden? Doch. Aber die werde ich behalten. Sie sind das Einzige, was es hier zu lesen gibt. Ich verstehe zwar noch nicht alles, aber einige der Texte kann ich mittlerweile entziffern. Aber ich frage mich, wie geht das eigentlich? Also, er findet eine Steintafel. Da sind irgendwelche Hieroglyphen drauf. Wo du keinen Anhaltspunkt hast, was eine bedeutet. Also du kannst ja eigentlich nichts daraus schließen. Wie kommt er denn darauf, den Sinn zu verstehen? Also wie schlägt er die Brücke? Wenn das jetzt so eine ganz alte Sprache ist und er gar nicht parallelen. Weil ich jetzt mal ohne Witz, wenn ich eine Schriftrolle finde, und da sind chinesische Zeichen drauf, ich könnte ihn mir auch 100 Jahre angucken. Ich glaube, ich würde niemals den Sinn entschlüsseln können, oder? Oder bin ich gerade blöd, irgendwas Simples nicht zu verstehen?
Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich habe mir hier alles selber gebaut. Meine Waffen, meine Werkzeuge, meine Hütte, einfach alles. Bin hier mit nichts hingegangen, außer meiner guten Laune. Manchmal allerdings... Ja? Manchmal wünschte ich mir, ich hätte wenigstens ein paar Klamotten mitgenommen. Ich verstehe nichts von Weberei oder der Verarbeitung von Fellen. Und die Nächte sind nicht gerade warm in diesem Teil der Insel. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich komme klar. Jedenfalls besser als in Korinnis. Selbst ohne Klamotten. Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Wirklich? Zeig her. Lass mich sehen, ob sie mir passen. Tatsache. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich habe mein ganzes Gold einem Piraten für die Überfahrt gegeben. Alles, was ich dir geben kann, sind ein paar alte Steintafeln. Hier, nimm sie ruhig. Ich suche mir ein paar neue. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich komme klar. Mit den Klamotten komme ich über den Winter. Danach sehen wir weiter. Geschick 3. Ja, da haben wir jetzt schon die 100 Geschicke geknackt. So, ich überlege jetzt gerade, wie ich die beiden anderen Orks denn platt mache. Blitzschlag vielleicht? Ich muss nur einen platt machen. Das Ding hier noch an. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. So. Und dann gehen wir mal hier hin. Wie viele Bolzen habe ich eigentlich noch? Ah, noch. Noch einige. Alter, was geht hier denn ab? So, Lucky Shot. Haha. Ob das eine gute Idee war. Guck mal, krass, die finden den Weg. Ja? Bin beeindruckt. Thank you.
Denn Jacken, da kriegt man so viel Erfahrung, ne? Und wieder Level ab. Und Level 22. Ja, ich denke, ich gehe auf... Wir könnten 90 Stärke anpeilen und sie Kriegsarmbrust holen, irgendwo. Dann Armbrustmeister erstmal machen. Oh shit. Ich glaube, wenn wir die Kriegsarmbrust haben, dann macht ja nochmal eine ganze Ecke mehr Schaden. Mit der Kriegsarmbrust, dann reicht es auch. Ich wette, damit machen wir sogar Ork-Kriegern schon sehr guten Schaden. Und wenn wir Orks guten Schaden machen, dann ist alles andere auch einfach. Wer hat das gesagt? Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Das glaube ich auch. So, wie viele normale Steintafeln haben wir schon? 16. Ich glaube, man kann ja so 23 oder so finden, irgendwie sowas. Lucky Shot! Lucky Shot! 360 No Scope! Blaue Steintafel. Kardimom entsann die zweite Falle. Ersan? Ach ja, da wundere ich mich jedes Mal. Ersan. Was ist Ersan für ein Wort? Was ist der Wortstamm von Ersan? Ich stehe hier wieder auf dem Schlauch. Die zweite Falle. Und nur der, der den Weg des Lichts bis zum Ende geht, wird die dritte Kammer erreichen. Ersan. Alter, ich google das jetzt. Ich will wissen, was das jetzt bedeutet. Also, was es bedeutet, ist ja klar, aber... Ersan. Das ist einfach ein anderes Wort für... Naja. Sich ausdenken, halt. Aber... Ich kenne das... Ich kenne das nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur dumm.
Wie oft nutzt ihr das Wort Ersan in euren täglichen Sprachgebrauch? Das möchte ich jetzt gerne wissen. So, dann haben wir jetzt noch ein anderes Herrenhaus, das wir besuchen können. Erstmal zücke ich die Armbrust. Schon wieder. So, noch eine Steintafel. Noch eine alte Sumpfkralle. Weitere Snapperinos. Das war nice. Einer hat mich getroffen. Und die Trolle haben komische Augen. Dieser Version. Oder? Wen haben die denn da gekillt? Ah ne, doch. Jetzt auch Stress. Spannend, wie viel Schaden ich dem Golem gleich mache. So, ist hier noch irgendwas? Ruhe. Blickt. Und dafür so eine blöde Silberkette. Thank you.
Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Aber du glaubst es nur. So, was habe ich hier noch übersehen? Alles. Erstes gehen wir in diese super geheime Höhle, die keiner von euch kennt. Ich hab's schon öfter erzählt, aber diese Höhle kannte ich wirklich ewig nicht. Die sieht man zwar oben von der Brücke, aber irgendwie. Hatte ich den nie auf dem Schirm. Das wären schon fast 14.000 Jolt. Fleischwanze, du musst auch sterben. Ist das Ding gerade da runtergefallen? Warum? Warum tut es das? Hatte ich auch noch nie. Sterbst du? Machst du Schaden mit dem... Oh, ne. Na, da guckst du was. Da guckst du was. Er hat gar keinen Bock mehr. Er denkt sich aber nur so, Alter. Ich bin gleich tot, was mach ich jetzt? Der arme Kerl kann einem leid tun. Hier hoch. Wissen auch viele nicht, aber Zombies können eigentlich klettern. Stimmt, die Badeaxt. Die Badeaxt ist sogar stärker. Die Axtexperten unter euch, warum ist die Badaxt stärker? Zack. Und jetzt wieder. Okay, das war nicht ganz sauber. Das sah schon mal besser aus. So.
müsste man nicht eigentlich eine Steintafel gesammelt haben? Die Violette? War Hodron war es auch, der mit der Hilfe von Kardimom das äußere Tor zum Tempel versiegelte. Keiner von beiden hat das Ritual überlebt. Nur ich blieb zurück, um von den Ereignissen zu erzählen. Ich hoffe, dass Rademis für alle Zeiten im Tempel verrottet. In der letzten Version, die ich gespielt habe, da war hier so ein schöner Baum zum Umkippen. Ach, guck mal, wer wieder da ist. Das ist der Fang Heuschrecke. Fang der Heuschrecke. Weil ich weiß noch, in der letzten Version, die ich hier gespielt habe, da kam ich nicht rüber. Da musste ich mich zurückcheaten, weil ich kam einfach nicht rüber. Ich wollte ihn nicht neu laden, weil ich lange nicht gespeichert hatte. Voll der Cheater, der hier oben sind. Aber diesmal habe ich ja Akrobatik. Diesmal kann mir das nicht passieren. Diesmal bin ich vorbereitet. Ach guck mal, die Keulen sind doch besser gegen diese Viecher. Mit der Keule habe ich ihn getuschottet. Rubinklinge. Jetzt Mana dazu. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Sehr viel Zweihandkampf haben wir jetzt gefunden, ne? War die Zweihandstaffel. Zweihandstaffel vor allen Dingen. Zweihandtafel-Gegend. Die zwei in Stapel, wir kennen sie nicht. Wer kennt sie nicht? So, schwarzes Erz, nehmen wir auch mit. Den ganzen Krams hier, das kann ich irgendwie nicht mitnehmen. So, dann zack, gekonnt gesprungen und ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter und gehen mal zum Banditenlager. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.